Ja, das ist schon im 20. weitergegangen. Wir haben nämlich gleichzeitig einen famosen Wettbewerb gemacht für die Bevölkerung. Und das ist die grosse Kunst, nicht allein an diesen Themen dran zu sein. Und an diesem Wettbewerb haben nicht weniger als 15 Leute teilgenommen, Projekte eingereicht, die Freude machen. Drei davon haben wir prämieren können. Eines von dem ist jetzt schon aktuell in der Ideation Journey für weiterzuentwickeln. Und das zeigt uns auch ein bisschen, wie wir mit dem weitergehen wollen. Also einerseits wollen wir konkret an den Themen dran sein, andererseits und vor allem unsere eigenen Hausaufgaben machen, das heisst, an den grossen Versprechen schaffen wie Bevölkerungsportal, Wirtschaftsportal auf der Ebene Interaktion mit der Bevölkerung. Dann gleichzeitig stoßen wir eine totale Modernisierung innerhalb der Stadtverwaltung Bern an, betreffend ganze Führungs- und Arbeitsrahmenbedingungen. Und das Dritte ist, wir schaffen einen performanten digitalen Arbeitsplatz 4.0, wo natürlich auch das ganze Handling und Zusammenarbeiten innerhalb von Stadt wird neu ermöglichen. Aber das Wichtigste ist wie das voraus, der Teil für die Bevölkerung, der Teil für die Wirtschaft. Und dort geht es wirklich darum, unsere Dienstleistungen, unsere Services neu zu denken, von außen nach innen. Und da ist wie auch der Digitaltag eben ein Ausgangspunkt, wo wir auch ganz viel gehört haben, was man von uns auch erwartet, was eine nachhaltige Entwicklung im digitalen Zeitalter bedeutet. Und das ist, glaube ich, der Weg, der im 21. beschritten wird, ganz konkret, wirklich mit grossen Vorhaben, aber auch im Alltag innen verbessern von unserer digitalen Grundinfrastruktur, vom Parkleitsystem bis irgendwie Kulturförder-Digitalmaßnahmen, was es alle schon gibt.